So, weiter geht's mit Need for Speed. Hot Pursuit. Und wir machen heute weiter mit den Racern. Dann ein bisschen nochmal. Auch wir haben ja tatsächlich nochmal neue Rennen offen. Wunderbar. Ist doch schön. Wir haben noch ein Rennen. Und wir haben noch einmal eine Vorschau. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ihr merkt schon, ich versuche es gerade ein bisschen rauszuzögern. So, okay. Ja, wir sollen wieder unter die ersten drei kommen. Das ist halt die Bedingung bei einem Rennen, um das Ding zu schaffen. Natürlich will ich das Ding auf Gold fahren, um mir die 12.500 Kopfgeld einzusacken. Aber wie gesagt, schaffen wir es wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken. So, auf geht's. Wing and the Prayer heißt das gute Stück. Das sind ein paar mehr Autos. Warum auch immer wir am Ende des Feldes jedes Mal starten. So, diesmal ist es auch nur einfach ein Rennen, es ist kein... Hat die Verfolgungsstrecke keine Verfolgungsstrecke, die gar nichts zu tun hat. Sehr schön. Wenn man da schön reinkarten, ist das egal. Solange nicht wieder irgendwie anfangen, mit drei Leuten nach vorne wegzuziehen, dass man da gar nicht hinterherkommt. Dann müssen wir das erste Mal vorne ein bisschen... ganz vorne. Wir haben zwei Autos hinter uns und nicht nur eins. Das heißt, wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass wir... dass wir uns da absichtlich finden. Weil der Pagani vorne wechseln kann, aber ich bitte zwei Idioten. Kilometer vor uns. Aber warum rammt ihr eigentlich schon die Karren mir vor die Nase? Ja, schön, dass ihr da vorne jetzt wegziehen könnt, weil wir da, wenn wir dann leicht den kleinen Rand ziehen, den Wagen da, wenn mir so vor die Nase tippt, dass ich auch mit den ganzen Deppen wieder zugehört habe, die ich eigentlich schon abgehängt hatte. Ich bin so aufgeschnitten von den ganzen Leuten. Und jetzt haben wir Siebter. Und hat keine Chance, da hinterher zu gehen. So, ich versuche das jetzt mal wieder ein bisschen anzugreifen. So, ich fahre mal kurz. Vorbei, aber so fliegt meine Lambo hier gerade vorbei. Ja, da ein bisschen Pace mit, da komme ich schon in den nächsten, der vierte zurück. Und 60 Kilometer von uns. Wenn er nur auf Highspeed geht, dann kann ich den knacken. Das ist eine Wildfahrt, die mir hier kurz so was passiert, aber ich weiß, dass hier nichts abgekommen war. Ein bisschen weggerückt. Ich habe nur 5 und ich will dieses Rennen einfach mal schaffen. Ich
nervt mich bei diesen ewig langen Rennen. Der erste vorne wird wahrscheinlich schwierig werden, jemand zu kassieren, aber hier vorne ist der momentan drittplatziert. Ich war so dran an dem, ey. Aber ich kam nicht in die Position, weil mir jedes Mal die Karre im wichtigen Moment ausbricht. Ach, Mann. Den hätte ich gehabt, den Typen. Aber in dem Moment geht mir in der Kurve das Auto komplett da rechts weg. Das heißt, ich verliere da ein bisschen Zeit. Verliere auch die Pace, um wieder ranzukommen. Der war ja schon wieder im Windschatten. Mann, der hätte knapp, den hätte ich knapp haben können, den Typen. Den hätte ich auch gekriegt. Weil der mir echt so weggeballert ist dann am Ende noch. Na, versuch was nochmal. Und wenn einer wieder hinten dran drin ist im Feld, hast du gar keine Chance, irgendwas zu reißen. Du kommst fast nicht mehr raus, weil der die ganzen Deppen hat, die da nur irgendwie geschafft. Meine Fresse, warum ich dieses Auto vor die Nase? Ich schaff weiter damit. Aber das war auch dieses Problem, weil ich den einen da vor mir hatte, der mir dann den einen Wagen vor die Nase gesetzt hat, dass ich dann außen so viel Pech verloren habe, dass ich fast keinen Stich mehr hatte in der Situation. Ja, einfach nur eine Sichtbar, das ist auf jeden Fall sehr nervig. Stehen wir nicht unnötig im Weg. Ziel. Ja,
8 Kilometer, 8 Sekunden runter auf den momentan Zweitplatzierten. Dankeschön, dass ihr mir da an die Wand winken nimmt, dass ich jetzt doch wieder quetschen muss. Geschafft. Das ist erstmal das Allerwichtigste, dass die mir auch noch mehr nicht auf den Sack ging. Das machen wir es dann gepackt. Im zweiten Versuch, im vierter, jetzt sind wir dritter. Schade, ich hätte den zweiten noch gerne mitgenommen. Aber der war über 8 Sekunden mal weg, der hat dann noch einen kleinen Fehler drin gehabt. Aber ich hatte den einen Quäsch da noch, sonst wäre es wahrscheinlich ganz wahrscheinlich gepatzt. Naja, egal. Neues Auto haben wir erhalten. Pagani haben wir nochmal von der Exoten-Serie. So, 1,8 Millionen teuer, 2009er Baujahr und noch einen Zonda Cinque Need for Speed Edition. Ja, gleiche Beschreibung übrigens. So, na komm, die Vorschau fahren wir noch. Gebaut zur Feier von 15 Jahren herausragender Performance. Agera, das schwedische Wort für agieren, handeln, symbolisiert alles, was Königsmann am besten kann. Mit einem Drehmoment von über 1000 Newtonmetern, das zwischen 2680 und 6100 Umdrehungen pro Minute anliegt und den bei allen Strecken und Straßenbedingungen fading-freien Bremsen, setzt der neueste Supersportwagen von Königsegg den evolutionären und traditionellen Ansatz fort, das Endergebnis an handgemachter Erfahrungen zu perfektionieren. Agera ist aber auch die Kurzform des griechischen Wortes Ageratos, das im Altgriechischen so etwas wie alterslos bedeutet. Die ursprüngliche Form des Königsegg CC wurde vor 15 Jahren entworfen, ist aber heute noch topaktuell. Der Agera bleibt der ursprünglichen Philosophie, Form und Größe des CC treu. Gleichzeitig scheinen seine Optik, Haptik und Leistungsfähigkeit direkt aus der Zukunft zu kommen. Ja. Das ist ein gutes Stück und wir waren heute das letzte Rennen. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, fahren wir das in der nächsten Folge. So, wichtig ist, dass wir das schaffen. Unterbiete die vorgegebene Zeit, um die Medaillen zu gewinnen. Also wir müssen nur 3 Minuten 3 schaffen. Das ist erstmal unsere Aufgabe. Es ist auf jeden Fall eine Vorschau. Es ist so ähnlich wie ein Schnellansatz bei den Cops. Naja, schauen wir mal. So. Wie lange haben wir denn zusammen? 12,5 Kilometer vor uns. Okay. Nächstes Hit. Strafen können wir keine erwarten diesmal, das ist der Vorteil. Oder wir müssen gucken, dass wir das Auto irgendwie nach Hause, nach Heine nach Hause gebracht bekommen mit dem Königsegg Agera hier. Jetzt ist CCX, Entschuldigung. Weiß ich nicht. Gibt dir nicht ein zurecht.
7,5 Kilometer noch. Wir haben 2 Minuten 42 Zeit für das zu sehen. Und nicht nur, sondern insgesamt Zeit. Ja, ich habe auch gerade gedacht, oh, what the fuck, da kommt was entgegen. Haben wir es auch relativ gut geschafft, sich durchzukommen. Kilometer noch. Hier muss ich jetzt ein bisschen die Abkürzung treffen. Oh, kann ich schon durch? Okay. Ich weiß nicht, dass die Zeit abgelaufen ist. Aber mit BTF, was haben wir denn mit der Sinn? Das ist mit Zwischenzeit. Das wird verdammt eng, sogar auf Bronze zu fahren. Ah, es reicht aber. 2 Sekunden noch. Uiuiui, wird das aber eng. Ich dachte mir, Bronze ist immer so relativ schnell, aber Gold sind wir mal ja 4-5 Sekunden Unterschied nur. Aber wir haben es geschafft. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wir sind durch für heute. So. Ja, passiert nichts weiter, kommt kein Auto oder nichts dazu, sondern wir haben es einfach auf jeden Fall geschafft. Ja, jedenfalls haben wir es geschafft mit dem Ding. So, wir sehen uns dann morgen wieder um 12 mit dem Kopf.